Mann, Checker Julian, der gibt Gas, ey, ziemlich cool, Mann. Der, der es ausprobiert und ziemlich schnell kapiert. Hey. Der die Welt bereist und ganz schön Mut beweist. Das ist Julian, Checker Julian, der gibt Gas, ey, ziemlich cool, Mann. Der, der gerne schlemmt und auch mal verpennt. Der fast immer lacht und auch gerne mal Unsinn macht. Das ist Julian, Checker Julian, Checker Julian. Leute, schaut mal, wo ich hier gerade bin. Auf dem Mond. Verrückt, oder? Na gut, okay, ist nicht der echte Mond. Aber wenn ich jetzt hier schon mal bin, dann stelle ich auch meine Fahne auf. So, jetzt ist der Moment gekommen. Das dauert hier noch so ein bisschen. Für euch geht einfach schon mal die Sendung los. Heute geht's um den Mond. So, und du wirst du jetzt verstehen sein. Der Mond dreht sich um die Erde. In einer Entfernung von rund 400.000 Kilometern. Das ist so weit wie circa 9-mal um die Erde. Vor rund 50 Jahren sind die ersten Menschen auf dem Mond gelandet. Sie tragen Raumanzüge, weil es auf dem Mond keinen Sauerstoff gibt zum Atmen. Die Temperaturen schwanken zwischen eiskalten minus 150 und superheißen 130 Grad Celsius. Und Wasser gibt's dort auch nicht. Deswegen wachsen auf dem Mond auch keine Pflanzen. Ich beobachte den Mond heute durch so ein Riesenfernrohr, auch Teleskop genannt. Checke, warum er leuchtet und warum wir einmal im Monat Vollmond haben. Außerdem treffe ich einen Astronauten, der vielleicht bald selbst zum Mond fliegt. Und ich finde raus, welchen Einfluss der Mond auf unsere Erde hat. Also, auf geht's ins Weltall. Hier kommt der Mondcheck. Und jetzt die Checker-Fragen. Schau mal, den Mond habe ich auch schon gefunden. Meine Checker-Fragen natürlich auch. Warum leuchtet der Mond? Wie laufen Astronauten auf dem Mond? Und was macht der Mond mit dem Meer? Das check ich für euch. Los geht's am Haus der Astronomie in Heidelberg. Dort gibt es eine Sternwarte, in der ich mir gleich den Mond anschaue. Mit einem Teleskop. Das ist so eine Art Riesenfernrohr. Und wie das geht, zeigt mir Astrophysikerin Caroline. Hi Caroline. Ah, hallo Julian. Hallo. Hallo. Das ist ja ein Riesenteleskop. Ja. Kann man damit jetzt zum Mond schauen, obwohl es noch hell ist eigentlich draußen? Damit kann man zum Mond schauen. Der Mond ist ja nicht nur nachts zu sehen, sondern auch manchmal tagsüber. Und dementsprechend, leg los. Okay, dann lehnen Sie sich mal rein. Mit dem Teleskop hier sehe ich den Mond 100-mal vergrößert. Boah, da ist er. So groß habe ich den Mond noch nie gesehen. Wie groß ist denn der Mond eigentlich? Na, in Wirklichkeit sind das 3500 Kilometer im Durchmesser. 3500 Kilometer? Genau. Stellen wir uns einfach mal vor, das hier wäre die Erde. So eine Billardkugel, dann wäre das der passende Mond dazu. Da passt der Mond ja auch mehrmals rein in die Erde. Mhm. Die Erde ist ein Planet, weil sie sich um die Sonne dreht. Der Mond ist kein Planet, weil er sich nicht um die Sonne, sondern um die Erde dreht. Unser Planet Erde und unser Mond gehören also zusammen. Im Weltall gibt es neben der Erde noch viele andere Planeten. Und einige von denen haben auch Monde. Manche sogar um die 100. Aus was besteht eigentlich der Mond? Eigentlich aus denselben Gesteinen wie die Erde auch, zumindest sehr ähnlich. Und was sind diese Krater? Wie sind die entstanden? Ja, wenn kleinere Gesteinsbrocken auf so einen größeren Gesteinsbrocken fallen, dann hinterlassen die so ein Einschlagsloch. Wie die Mondkrater genau entstanden sind, zeigt mir Caroline in einem Experiment. Das Mehl in der Wanne ist unsere Mondoberfläche. Und weil der Mond aus verschiedenen Gesteinsschichten besteht, kommt auf unser Modell noch eine Schicht Kakao. Die silbernen Kugeln stellen Asteroiden dar. Das sind gewaltige Gesteinsbrocken, die durchs Weltall fliegen. Manchmal krachen sie dabei mit dem Mond zusammen. Okay, unser Asteroid wird jetzt hier gleich auf unserer Mondoberfläche einen riesigen Krater bilden.
Bereit? Cool, da ist jetzt ein richtiger Mondkrater entstanden. Aber auf dem Mond sind diese Krater ja leer, ne? Hier steckt ja noch die Murmel drin. Genau, also der Asteroid, der wird eigentlich vollkommen zertrümmert, wenn der auftrifft. Mhm. Der kommt halt viel, viel schneller runter und da bleibt nichts mehr von übrig. Was man aber gut sieht, sind die Kraterränder, die sich da wie Berge auftürmen. Mhm. Und alles, was ursprünglich mal im Krater drin war, wird halt zur Seite weggeschleudert. Und schaut mal, die weißen Strahlen, die beim Asteroideinschlag entstanden sind, kann man tatsächlich gut erkennen. Je nachdem, wie groß der Asteroid war, gibt es kleine und große Mondkrater. Die größten haben einen Durchmesser von rund 300 Kilometern. Das ist so groß, als würde man 3000 Fußballfelder aneinander hängen. Wissenschaftler vermuten, dass auch der Mond selbst durch einen riesigen Aufprall entstanden ist. Anfangs hatte die Erde noch gar keinen Mond. Bis eines Tages, vor 4,5 Milliarden Jahren, ein anderer Planet in die Erde krachte. Der Aufprall war so heftig, dass Teile der Erde sowie des anderen Planeten ins All geschleudert wurden. Das abgesplitterte Material sammelte sich, kühlte ab und bildete den heutigen Mond. Mit Caroline gehe ich jetzt in einen ganz besonderen Raum. Dort kann man den Mond noch besser beobachten. So, da wären wir. Jetzt ist der Mond ja ganz schön nah hier. Ja. Krass. Und was ist denn das hier? Ja, das ist unser Planetarium. Mit dem können wir uns so ziemlich alles anschauen, was es im Universum zu sehen gibt. Sonne, Mond, Sterne. Mhm. Und was ist das da unten? Ja, da können wir uns jetzt mal anschauen, wie das ist, warum der Mond denn überhaupt leuchtet. Und das ist auch meine erste Checkerfrage. Warum leuchtet der Mond? Okay, jetzt sehe ich schon besser. Also das ist ein Modell von der Sonne, von der Erde. Und das ist wahrscheinlich der Mond hier. Genau. Jetzt können wir uns mal anschauen, wie das funktioniert. Also einmal, die Erde dreht sich um sich selber. Ach cool, und der Mond um die Erde. Genau. Und die Erde und Mond bewegen sich zusammen um die Sonne, brauchen dafür insgesamt ein Jahr für einmal rum. Und warum leuchtet der Mond jetzt? Schau mal genau hin. In Wirklichkeit ist es nur die Sonne, die leuchtet. Der Mond, der leuchtet gar nicht von alleine, sondern ja, der wird einfach nur von der Sonne angeleuchtet. Also was wir vom Mond sehen, ist immer nur Licht, das ursprünglich von der Sonne kommt und der leuchtet gar nicht von alleine. Das Licht, das wir auf dem Mond sehen, kommt also nur von der Sonne, die sich nicht bewegt. Aber weil der Mond sich um die Erde dreht, trifft das Sonnenlicht nicht immer auf die gleiche Stelle. Wenn gerade Vollmond ist, steht die Sonne dem Mond direkt gegenüber und scheint ihn von vorne an. Von der Erde aus sehen wir den ganzen Mond. Wandert der Mond nun aber weiter, können wir von der Erde aus nur noch einen Teil des Sonnenlichts auf ihm sehen. Der andere Teil wandert immer mehr ins Dunkle. Man sagt dazu auch, der Mond nimmt ab. Und guckt mal, jetzt ist gerade Halbmond. Irgendwann ist nur noch eine dünne Sichel zu sehen. Steht der Mond schließlich mit dem Rücken zur Sonne, strahlt die ihn komplett von hinten an. Und wir sehen den Mond von der Erde aus gar nicht mehr. Dann ist Neumond. Danach nimmt der Mond wieder zu. Ist der Mond einmal um die Erde gewandert, ist wieder Vollmond. Dann ist ein ganzer Monat vergangen. Und, vielleicht hört ihr es ja schon, das Wort Monat leitet sich vom Wort Mond ab. Der Mond leuchtet nicht selbst, sondern wird von der Sonne angestrahlt. Weil der Mond sich bewegt, sehen wir von ihm mal mehr, mal weniger. Gecheckt! Der erste Mensch, der auf dem Mond spazieren gegangen ist, war er hier. Der Amerikaner Neil Armstrong. Und zwar am 20. Juli 1969. Also vor ungefähr 50 Jahren. Vielleicht kennen ein paar von euch auch die Bilder von damals. Schaut mal. Hier setzt Armstrong als erster Mensch seinen Fuß auf den Mond. Die Mondmission der Amerikaner hieß Apollo 11. Damals flogen drei Astronauten ins Weltall. Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin und Michael Collins. Mit der Rakete Saturn V starteten sie ins Weltall. Vier Tage später landeten sie schließlich auf dem Mond. Dort machten die Astronauten wissenschaftliche Experimente und stellten die amerikanische Flagge auf. Nach 2,5 Stunden traten die Astronauten den Rückweg zur Erde an.
Die Amerikaner hatten damit auch ihren größten Konkurrenten geschlagen. Die Sowjetunion. Die bestand damals aus Russland und noch ein paar anderen Ländern. Und die wollten natürlich auch zuerst auf dem Mond sein. Über Jahre lieferten sich die beiden großen Weltmächte dann einen regelrechten Wettstreit. Die USA haben dann schließlich gewonnen. Insgesamt waren die Amerikaner noch 5-mal auf dem Mond. Seit mehr als 40 Jahren war jetzt aber keiner mehr oben. Aber ich treffe gleich jemanden, mit dem sich das schon bald ändern könnte. Aber zuerst noch eine Frage an euch. Wie stark ist die Anziehungskraft auf dem Mond? A. Stärker als auf der Erde? B. Gleich stark wie auf der Erde? Oder C. Schwächer als auf der Erde? Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Leute, es ist soweit. Gleich treffe ich einen echten Astronauten, der schon bald zum Mond fliegen könnte. Und das ist er. Matthias Maurer. Er arbeitet für die Europäische Weltraumorganisation ESA in Köln und trainiert gerade für seine erste Weltraummission. Bei einer Mondmission fliegen Matthias und seine Kollegen erstmal zu einer Raumstation im Weltall und steigen dort in eine Mondlandefähre um. Auf dem Mond führen sie dann Experimente durch und nehmen verschiedene Steine mit. Damit können Wissenschaftler zum Beispiel erforschen, wie Erde und Mond entstanden sind. Und wie die Reise zum Mond genau abläuft, frage ich Matthias jetzt. Hi Matthias. Hi Julian, wie geht's? Sehr gut. Ich stehe ja jetzt neben einem richtigen Astronauten, also könnte mir nicht besser gehen. Super. Du bist ja einer der wenigen, die ausgewählt wurden, ne? Genau, das war so ein Traum, an dem ich jetzt lange gearbeitet habe. Und die Auswahl hat ein Jahr lang gedauert und es waren 8.500 Kandidaten am Anfang. Und du bist jetzt einer von denen, die es geschafft haben? Einer von den 10, die es geschafft haben, genau. Glückwunsch. Ganz vielen Dank, ganz vielen Dank. Ich freue mich auch. Und wann könnte es sein, dass du auf den Mond fliegst? Die ersten Flüge zum Mond, die sollen circa in 5 Jahren wieder starten. Mhm. Und ich würde dir heute mal so ein bisschen zeigen, was wir alles trainieren. Okay. Sollen wir gehen? Dann bin ich dabei. Alles klar, dann lass uns mal los. Okay. Schaut mal, Leute, jetzt sehe ich schon richtig aus wie ein echter Astronaut. Aber mir fehlt noch die Information, wie man überhaupt zum Mond kommt. Also, um zum Mond zu fliegen, brauchst du eine Rakete. Auf der Spitze der Rakete ist dann eine kleine Kapsel. Dort sitzen die Astronauten drin. Von dort aus steuert man auch die Rakete. Und mit der kleinen Kapsel fliegen wir dann weiter zum Mond. Nach dem Start der Rakete trennt sich die Kapsel ab. Mit der Kapsel geht es dann weiter Richtung Raumstation. Dort angekommen, müssen die Astronauten die Kapsel an der Raumstation andocken. Also Kapsel und Station vorsichtig miteinander verbinden. So ein Manöver trainiert Matthias an einem Nachbau der Kapsel. Und wie das funktioniert, zeigt er mir jetzt. So, das ist alles ein bisschen enger hier. Da müssen wir reingrabbeln, ohne was kaputt zu machen. Und okay. Ich sitze hier. Du sitzt in der Mitte. Boah. Ganz schön gemütlich hier bei euch. Ja, so, jetzt musst du ein bisschen näher rankommen. Boah. So. Boah, das ist cool. Wenn wir mal im Weltraum sind und du willst nahe andocken, du kommst bei der Mondstation an, dann machen wir das manuell. Das heißt, das üben wir jetzt einmal. Das ist unser Ziel, unsere Mondstation. Okay. Und wir wollen jetzt dorthin fliegen und ganz zart andocken. Noch nicht zu viel steuern, immer nur ganz kurze Impulse geben. Jetzt musst du es abstoppen, jetzt musst du gegenlenken. Oh Gott. Das war, ich glaube, wir werden sie rammen. Wir werden nicht andocken. Du musst langsamer machen, wir werden viel zu schnell hier. Okay. Ah, perfekt. Es wird gutes Docking. Sah mal zwischenzeitlich nicht so schön aus. Nee. Ich bin ja auch Anfänger-Astronaut. So, jetzt konzentriert, die letzten 13 Meter. Immer genau das Fadenkreuz in der Mitte halten. Jetzt rutscht du schon ein klein bisschen weg. Genau, super. Und wir sind angedockt. Super! Yes. Jetzt können wir. Glückwunsch! Danke! Nach dem Andocken geht's für die Astronauten dann von der Kapsel in die Raumstation. Wir sind jetzt ja eigentlich hier, weil wir weiterfliegen wollen zum Mond. Und dazu müssen wir umsteigen in eine andere Kapsel. Und dann steigen wir auch in einen Schutzanzug. Und mit dem Anzug kann man dann über den Mond spazieren. Und damit hat auch meine nächste Checkerfrage zu tun. Wie laufen Astronauten auf dem Mond? Einen Schutzanzug brauchen die Astronauten, weil es auf dem Mond keinen Sauerstoff zum Atmen gibt. Aber fällt euch noch was auf? Die Astronauten hoppeln wie Hasen über die Mondoberfläche. Das liegt an der geringen Anziehungskraft des Mondes. Auf der Erde gibt es so eine Anziehungskraft auch. Die sorgt dafür, dass wir nicht wegfliegen, sondern immer wieder auf dem Boden landen. Auf dem Mond ist die Anziehungskraft 6-mal schwächer als auf der Erde.
Macht ein Astronaut dort einen Hopser, bleibt er viel länger in der Luft, weil der Mond ihn nicht so stark anzieht. Für die Astronauten ist es mit dem sperrigen Raumanzug also viel einfacher zu hüpfen, als normal zu laufen. Und wie sich das anfühlt, zeigt mir Matthias an dem Teil hier, einem Speziallaufband. Damit trainieren Astronauten für Weltraumspaziergänge. Aber als erstes muss ich in diese Hose hier rein. So, ich erkläre dir mal, was das ist. Also es ist ein normales Laufband. Das heißt, unten ist einfach der Boden bewegt sich und du müsstest dann laufen. Okay, mach ich. Aber wir haben da jetzt ein Zelt drüber gespannt und in dieses Zelt wird Luft reingepumpt und du hängst dann in diesem Zelt drin und das drückt dich nach oben und du hast dann weniger Gewicht unten auf deinen Füßen. Ich bin bereit. Gut, Start. Ich bin gleich so groß wie ein Pferd. Jetzt komme ich ja auch nur noch mit den Fußspitzen auf den Boden. Ey Leute, das fühlt sich so verrückt an. Man kommt immer nur so leicht kurz auf den Boden. Und dadurch, dass man so hochgezogen wird, müssen meine Beine eigentlich fast gar nichts mehr machen. Und ich fühle mich auch so ein bisschen wie so ein Känguru, weil ich die ganze Zeit am Hüpfen bin. Okay, Matthias, ich bin, glaube ich, jetzt genug auf dem Mond spaziert. Ja gut, du kannst es ausstellen mit der Stopptaste. Stopp. Oh. Jetzt merke ich es gerade zum ersten Mal so richtig. Wie schwer du bist, ne? Wie schwer ich eigentlich bin. Stell dir vor, du wärst jetzt ein paar Monate im Weltraum gewesen und landest auf der Erde und es ist genauso ein Gefühl, wie du es jetzt hattest. Ey, danke dir, Matthias, für den kleinen Mondspaziergang. Und ich hoffe, ich sehe dich dann im Fernsehen auf dem wirklichen Mond spazieren. Hoffe ich auch. Hat mir Spaß gemacht heute. Und mir auch. Bis zum nächsten Mal. Danke ne? dir. Auf dem Mond können Astronauten viel leichter hüpfen, weil die Anziehungskraft des Mondes schwächer ist als auf der Erde. Gecheckt. Jetzt geht's an die Nordsee. Dort gibt's nämlich ein Phänomen, bei dem der Mond eine große Rolle spielt. Die Gezeiten. Also bei Ebbe und Flut. Schaut mal. Das hier ist der Hafen der Insel Jüst. Wenn man das Video ganz schnell abspielt, verschwindet das Wasser und die Boote liegen auf dem Trockenen. Nach ein paar Stunden kommt das Wasser wieder zurück. Und wie der Mond das hinkriegt, kläre ich in meiner letzten Checker-Frage. Was macht der Mond mit dem Meer? Auf Jüst bin ich mit Wattführer Heino verabredet. Der kennt sich bestens mit den Gezeiten aus und weiß auch, was der Mond damit zu tun hat. Ey, sag mal, Heino, hier ist ein Boot und das Wasser ist nicht da. Das kann jetzt gar nicht wegschwimmen. Wo ist denn das Wasser hin? Das Wasser ist ins Meer zurückgeflossen, in das tiefe Meer. Das hat mit den Gezeiten zu tun. Das Wasser kommt und das Wasser geht. Das heißt also, dass die Anziehungskraft vom Mond will das Wasser anziehen. Der Mond hat aber nicht die Kraft, er kann nur einen Wasserberg aufbauen. Aber das ist ja total heftig. Das heißt, die Erde hat eine Anziehungskraft, aber der Mond hat auch eine Anziehungskraft, die dann hier das Wasser eben anzieht und bewegt. Und deswegen ist jetzt hier in der Stelle kein Wasser. Schauen wir uns den Mond und das Wasser der Erde mal genauer an. Diese blaue Schicht hier stellt die Meere der Erde dar. Die Anziehungskraft des Mondes zieht das Wasser an und es entsteht ein Flutberg. Dort ist dann gerade Flut. Und an der Stelle, wo das Wasser weggezogen wurde, ist Ebbe. Da befinden wir uns gerade. Und weil sich die Erde dreht, drehen wir uns langsam in den Flutberg rein und das Wasser kommt zurück. Hier ist jetzt Flut. Drehen wir uns mit der Erde wieder aus dem Flutberg raus, ist wieder Ebbe. Dieser Wechsel von Ebbe und Flut findet an der Nordsee alle 6 Stunden statt. Das wollen wir jetzt mal sehen, wenn das Wasser wiederkommt. Der kommt mal mit. Jetzt laufen wir da hinten mal hin. Das Watt hat auch eine Anziehungskraft, merke ich gerade. Sag mal, Heino, hier, das ist ja fast schon eine Wüste. Können hier überhaupt also Meerestiere leben? Weil das Meer ist ja gar nicht mehr da. Ist ja kein Wasser mehr. Jede Menge. Echt? Guck mal hier. Da. Steck mal da einen Finger rein. Aber da werde ich nicht gebissen oder so? Nein. Steck mal so einen Finger rein. Okay. Ach, das ist eine Muschel. Das ist die Herzmuschel. Die sitzt hier also massenhaft unterm Boden. Die graben sich ein, wenn Ebbe ist. Alles, was nicht schnell genug im Boden verschwindet, wird von den Vögeln aufgefressen. Also es ist schon ein Buffet, ein gedeckter Tisch sozusagen für die Vogelwelt. Wenn das Wasser weggeht, dann wird eine riesige Nahrungsfläche freigelegt.
Und der Mond ist derjenige, der den Tisch deckt, ne? Der den Tisch deckt, ja. Dafür sorgt, dass er gedeckt wird. Aber hier gibt es doch bestimmt noch mehr Tiere als eine Muschel, oder? Oh ja, wir haben jetzt noch Krebse hier. Okay. Mal gucken. Guck mal, da zum Beispiel ist einer. Auf einmal kommen die Scheren raus. Wow. der klammert ja der richtig. Der klammert. Jetzt machst du das nochmal. Okay. Ja. Ganz schnell. Das war super knapp. Ja. Er hat mich fast gezwingt. Jetzt nehmen wir den mal auf. Setz ich ihn dir gleich auf die Hand. Mir auf die Hand? Genau, der beißt nicht. Der beißt nur dann, wenn man ihn ärgert. Der tut nichts. Brauchst keine Angst haben, der kneift nicht. Das sind liebenswerte Tiere. Und wie kommt jetzt hier unser kleiner Freund mit Ebbe und Flut zurecht? Krebse graben sich ja während der Ebbe ein. Mhm. Aber Krebse sind Halbamphibien. Können aus dem Wasser sowie auch unter Wasser leben. Also die sind eigentlich die perfekten Mondtiere, weil die sich perfekt Ebbe und Flut anpassen können. Genau. Sollen wir ihn wieder zurücklassen? Wasser kommt jetzt wieder, dann können wir ihn wieder laufen lassen. Wieder zurück. So, du siehst, hier kommt das Wasser jetzt schon an. Ja, und mit ganz schön einer Geschwindigkeit hier. Ja, das wird noch schneller. Also wenn ich das richtig verstanden habe, die Erde dreht sich jetzt wieder hier an der Stelle in den Flutberg und deswegen kommt die Flut wieder zurück, ne? Genau, das ist der Beginn. Der Beginn. Das Wasser wird noch schneller. Und wenn wir hier stehen bleiben würden, wenn die Flut jetzt weiter steigen würde und wir würden hier jetzt nicht weggehen, dann stehen wir hier. Mhm. Steigt immer weiter. So hoch steht das Wasser da hier. Da müssen wir ja zurücktauchen. Ja. Deswegen ist es vielleicht auch gefährlich, wenn wir jetzt hier bleiben, oder? Ja, Gezeiten im Wattenmeer sind immer gefährlich. Man sollte niemals ohne Führung ins Wattenmeer gehen. Du bist ja bei mir, Hanna. Du beschützt mich. Wattführer anvertrauen, dann kommt man auch immer wieder heile zurück. Der Mond zieht das Wasser der Meere an. Außerhalb des Flutbergs ist Ebbe. Dreht sich die Erde in den Flutberg, kommt das Wasser zurück. Gecheckt. Haben wir das noch gerade geschafft. Ja. Die Flut hat jetzt die Küste erreicht. Und wenn wir uns jetzt mal umdrehen und gucken mal nach vorne, dann sehen wir da ganz hinten, wo das Boot fährt, da sind wir gewesen. Da würden wir jetzt rumschwimmen dann. Es ist echt Wahnsinn, wie sich hier alles wirklich nach den Gezeiten richtet. Also die Tiere haben komplett ihr Leben darauf abgestimmt. Und man muss auch sagen, ohne den Mond wärst du auch kein Wattführer, ne? Nein. Mhm. Der Mond wirkt also auf Mensch und Tier ganz gewaltig ein. Vielen Dank dir. Danke dir. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Super. Dass wir uns mal wiedersehen. Und jetzt noch die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich habe euch gefragt, wie stark ist die Anziehungskraft auf dem Mond? A. Stärker als auf der Erde? B. Gleich stark wie auf der Erde? Oder C. Schwächer als auf der Erde? Na? Habt ihr die Antwort in der Sendung entdeckt? Schaut mal! Auf dem Mond ist die Anziehungskraft 6-mal schwächer als auf der Erde. Also, richtig ist Antwort C. Na, seht ihr? Ich hab's auch noch geschafft. Steht bombensicher wie eine 1. Jetzt kann ich einfach zurück zu meinem Raumschiff gehen, zurück zur Erde fliegen und... Oh, ehrlich? Naja, muss ich halt doch mal machen. Ihr macht's mal gut. Bis zum nächsten Mal. Ziemlich schnell kapiert, hey! Wer die Welt bereist. Oh.